Die zweite Etage des Haus der Musik, ein Museum der Wien Holding, präsentiert eine einzigartige Welt, nämlich Sonotopia. Hier können eigene Klangwesen, sogenannte Klongs, erschaffen werden. Nun gibt es diese auch zum Tragen. Inspiriert durch die Klangwesen gibt es seit kurzem diese exklusiven T-Shirts, die im Zusammenhang mit der neuen Installation stehen. Und somit ist eine kleine Serie entstanden. Jedes einzelne Shirt ist unikat, entsprechend auch nummeriert und signiert. Das darf ich Ihnen einmal herzeigen. Also das wäre zum Beispiel ein Design. Wir haben im Moment 3 Designs. Und auf der Rückseite sieht man, das ist Nummer 1 von 100. Also aus jedem Design gibt es 100 Exemplare, 3 Serien derzeit. Und jedes Shirt ist somit ein absolutes Unikat. Um die Designs der Produkte hat sich Benjamin Posch gekümmert. Basierend auf den Formen der Klongs wollte er Kunst zum Anziehen ermöglichen. The design comes from a reduction of these original pieces, which were generated by the museum installation. And then with my programmer, we designed an application, which takes the darkest areas of the artwork that we ended up putting into it and turns it into a thickness of a line. So the line thickness is varying just like the sine wave of music. And that's the intention here, is to give this little secret hint into the sound of music visually. Jedes einzelne T-Shirt wird in Wien händisch gedruckt. Um genauer zu sein, von dieser Dame hier. In ihrer Werkstatt, der Fabric-Fabrik, spezialisiert sich die Künstlerin Stefka Klaurer auf das Druckverfahren mit Siebdruck. Wir haben bei der Klong-T-Shirt-Edition vor, dass wir mit unterschiedlichen Sieben, mit verschiedenen Designs, die T-Shirts bedrucken. Wir legen dann jedes Mal das T-Shirt anders auf und das Sieb anders auf T-Shirts, damit jedes T-Shirt wiederum einzigartig bleibt und ganz individuell. Dann ist es sowieso einmal hier auf dem Tisch nur möglich, dass man begrenzt Platz hat. Also ich kann nicht 100 T-Shirts am Tag drucken, das sind im Schnitt 30. Die müssen dann einmal liegen bleiben und trocknen. Da kommt noch eine zweite Schicht drüber, das ist ein weiteres Design. Und dann kommt zum Schluss noch ein Labeldrucker. Also das in der reine Druckprozess ist, wird das dann schon aufgeteilt auf 3 Tage. Für den aufwendigen Prozess bekommt Stefka ab und an Hilfe von Freunden oder Verwandten, wie sie uns erzählt. Die limitierte Auflage der T-Shirts gibt es in den 3 ausgewählten Klongmotiven und verschiedenen Farben im Museums- oder Onlineshop des Haus der Musik zu erwerben.